Im Jahr 1750 wütete der Rote Tod schon lange in Europa. Nie war eine Pestepidemie verheerender, nie eine Krankheit schrecklicher gewesen. Mit Blut nahm sie ihren Anfang und mit Blut endete sie. Die ersten Symptome waren ein stechender Schmerz, gepaart mit Schwindelgefühlen. Dann begann Blut aus allen Poren zu quellen. Die scharlachroten Tropfen am ganzen Körper der unglücklichen Opfer waren des Roten Todes Bannsiegel, welches er denjenigen, die unter seiner Sense fielen, blutrot auf die Haut drückte. Vom ersten Anfall bis zum grausigen Ende verging nur wenig Zeit, nie mehr als eine halbe Stunde. Wir müssen das nächste Dorf erreichen. Du schaffst es. Ich weiß es sicher. Stütz dich auf mich. Das wird helfen. Nein. Das hat doch alles keinen Zweck. Du kannst ja selbst kaum mehr weiter. Wir dürfen nicht aufgeben, Tripetta. Dann geh allein. Allein kannst du es vielleicht schaffen. Lass mich einfach hier zurück. Nie im Leben werde ich dich im Stich lassen. Eine Kutsche. Da kommt eine Kutsche. Ja, du hast recht. Wer kann das sein, mitten in der Nacht? Das werden wir gleich herausfinden. Oh, Tripetta, vielleicht ist das unsere Rettung. Prinz Prospero, den Fürsten eines besonders schwer von der Epidemie geplagten Landes, kümmerten die Leiden seiner Untertanen wenig. Er gefiel sich auch weiter darin, mit seinen Getreuen ungeniert vielfältigen Vergnügungen nachzugehen. Von diesem Ausflug werde ich noch lange zehren. So viel steht fest. Wir alle. Dieses Etablissement hat uns gewiss nicht zum letzten Mal gesehen. Oder seid ihr anderer Meinung durchlaucht? Oh, keinesfalls, liebe Freunde, keinesfalls. Helft uns! So helft uns doch bitte! Wir brauchen Hilfe! Was war das? Habt ihr das auch gehört? Klang wie ein Wehklagen. Grässlich unmelodisch. Welch helle Stimme. Haltet an, Kutscher! Sie wollen durchlaufen! Oh, schade! Dabei waren wir doch gerade so schön in Fahrt! Wer da? Wer wagt es, die fürstliche Kutsche anzuhalten? Ja, das möchte ich verdammt nochmal auch wissen. Das wohl eher nicht. Habt ihr das gehört? Ja. Wenn ihr wüsstet.